In der zweiten Aufgabe ging es um ein Zeigerbild. Da war zunächst mal eine Schaltung, in der ein Widerstand vorkam. Und den Strom durch den Widerstand, den bezeichne ich hier mal gleich mit IR. Und die Spannung, die dann über den Widerstand abfällt, die bezeichne ich mal mit UR, gleich als komplexe Zeiger mit Strichen drunter. Und jetzt können wir einfach mal davon ausgehen, dass der Strom, der durch den Widerstand fließt, wenn da nichts gegeben ist, dass der zum Beispiel in diese Richtung zeigt. Und dann gilt ja an dem Widerstand USR mal I, also der Spannungszeiger, ich nehme wieder die gleiche Farbe, der zeigt dann auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Ist möglicherweise etwas länger, möglicherweise etwas kürzer, kann man nicht sagen, weil hier keine Werte gegeben sind. Aber auf jeden Fall sollten diese beiden Zeiger hier parallel sein. So, jetzt war parallel zu diesem Widerstand noch eine Induktivität. Und jetzt können wir natürlich davon ausgehen, dass durch die Induktivität zwar ein anderer Strom fließt. Ich nehme gleich noch eine andere Farbe, ein anderer Strom, IL, aber dass über der Induktivität, weil die natürlich hier parallel geschaltet ist zu dem Widerstand, genau die gleiche Spannung abfällt. So, jetzt kann man sich so ein bisschen überlegen, wie sieht das aus an der Induktivität, kleine Nebenrechnung, wenn an der Induktivität ein Strom in diese Richtung fließt, dann gibt es einen Spannungsabfall über der Induktivität um 90 Grad in die Richtung Phasen verschoben, weil es ja heißt, UL ist gleich J Omega L mal IL und das J sind genau diese 90 Grad Phasenverschiebungen. So, jetzt soll das UL hier, das muss die gleiche Spannung sein wie die Spannung hier über den Widerstand, weil die Induktivität und der Widerstand ja parallel geschaltet sind. Also können wir davon ausgehen, dass der Strom, der durch die Induktivität fließt, jetzt hier nach unten zeigt. Ich male den mal so hin, das ist jetzt der Strom IL. Ja, und hier gibt es genau zwischen dem Strom und der Spannung durch die Induktivität gibt es genau diesen 90 Grad Phasenwinkel, genau den gleichen 90 Grad Phasenwinkel wie hier und genau die gleiche Phasenfolge. Ja, dass die Spannung um 90 Grad voreilt. So, dann ging die Schaltung noch so ein bisschen weiter und zwar sollte jetzt in Reihe zu dieser Parallelschaltung aus dem Widerstand und der Induktivität sollte es noch einen zweiten Widerstand geben, R2. Und auch durch den floss natürlich ein Strom. Den nenne ich jetzt mal IR2. Und auch über diesen Widerstand, jetzt gehen wir langsam die Farben aus, ich nehme jetzt mal hier die dickeren Stifte, fällt natürlich eine Spannung ab, die nenne ich mal UR2. Auch das mit Strich drunter. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass laut dem Knotensatz hier in diesem Knoten muss der Strom, der hier durchfließt, sich genau zusammensetzen aus dem Strom IL und dem Strom IR durch diesen ersten Widerstand hier. Also können wir die beiden Ströme hier grafisch addieren, indem wir das IL hier nochmal dran malen oder indem wir hier unten nochmal den Zeiger von dem IR dran skizzieren. Und dann muss der Strom IR2 sich halt aus der Summe dieser beiden Ströme ergeben. Das ist der Strom IR2. So, und dann fließt dieser Strom natürlich durch diesen Widerstand und der Spannungsabfall über diesen Widerstand ist dann als Zeiger USR mal I wieder parallel zu diesem Strom. Deswegen zeichne ich den genau hier so ein und mache den mal ungefähr genauso lang wie das UR hier vorher. Wir wissen ja nicht, wie lang das ist. Hauptsache, das ist parallel dazu und sage, das ist hier das UR2. So, und dann ging die Schaltung noch ein Bauelement weiter und zwar war jetzt zu diesem ganzen parallel noch einmal eine Kapazität. So, und diese Kapazität, auch durch die fließt natürlich ein Strom durch. Den nenne ich mal IC und über dieser Kapazität fällt natürlich auch eine Spannung ab, die nenne ich mal UC. So, und jetzt können wir schauen, diese Spannung hier, das UC ergibt sich natürlich als Maschensatz aus der Spannung UR über den Widerstand hier oben und aus der
Also aus der Spannung UR2 und aus der Spannung UR oder UR1, aus dem Widerstand hier. Das heißt, wir müssten jetzt mal diesen Zeiger und diesen Zeiger grafisch addieren. Ich probiere das hier auch nochmal so zu machen. Also den Zeiger UR2 nochmal an die Spitze von UR dran. Oder halt andersrum nochmal den Zeiger UR an die Spitze von UR2 dran. Und dann ergibt die Summe dieser beiden Zeiger die Summe dieser Spannung. Die Summe dieser Spannung sollte genau diese Spannung ergeben. Also ein etwas längerer Zeiger, das ist das UC. Und dann kann man sich auch noch mal eine kleine Probe machen, wenn wir jetzt ein C haben. Und da zeigt der Strom IC in diese Richtung, dann zeigt die Spannung UC so nach unten weg mit einem 90 Grad Phasenwinkel, weil ja gilt, UC ist 1 durch J Omega C mal IC. Und das 1 durch J macht genau diesen minus 90 Grad Phasenwinkel, also 90 Grad nacheilend. So, und diese Spannung haben wir jetzt hier schon. Das heißt, wir suchen jetzt noch diesen grünen Strom IC und der muss jetzt natürlich dann hier um 90 Grad gegenüber der hellgrünen Kurve nach oben zeigen. Ich male den mal ungefähr so lang rein, dass, na, man weiß wieder nicht, wie lang der ist, weil ja keine Werte der Bauelemente gegeben sind. Hauptsache zwischen der hellgrünen und der hellblauen Kurve gibt es diesen 90 Grad Phasenwinkel, den man auch da unten sieht. So, und jetzt kann man sich zuletzt noch überlegen, dass dieser Strom und dieser Strom hier zusammen, dass die natürlich, und den zeichne ich jetzt einfach wieder in schwarz ein, dass die natürlich hier den Gesamtstrom ergeben, als Knotensatz an diesem Knoten. Der Strom und der Strom zusammen müssen genauso groß sein wie dieser Strom. So, jetzt müssen wir die mal suchen. Der hellgrüne Strom ist dieser Strom hier, der orange Strom ist dieser Strom dort. Das heißt, von denen die Summe wäre, wir müssen mal den hellgrünen hier noch da so ein bisschen dran zeichnen oder wir müssen den orangen Zeiger des Stromes hier ran zeichnen. Und dann kommen wir raus, dass der Gesamtstrom, und da jetzt war jetzt die Wahl dieser schwarzen Farbe nicht besonders glücklich, dass der Gesamtstrom und also zumindest mit den Längen, die ich mir jetzt hier so ausgedacht habe, dass der auch ziemlich genau dahin zeigt und ziemlich genauso groß ist wie der Strom, der mal hier drinne floss durch diesen Widerstand IR. Ja, aber jetzt zumindest von der Länge her irgendwie so ein bisschen größer ist. Also das hier war mal der ursprüngliche Strom IR und das ist der Strom I gesamt. So, und damit ist jetzt ein Zeigerbild konstruiert von allen Spannungen und Strömen in diesem Schaltbild. Was ist dabei so typisch schiefgelaufen? Oder eine häufige Frage war, ja, womit soll ich denn jetzt anfangen? Es ist natürlich schlau, sich von innen nach außen in diesem Schaltbild vorzuarbeiten. Man könnte das auch von dieser Seite her machen, aber dann ist das ungleich schwieriger, weil man dann halt ziemlich viel konstruieren muss, um diese rechten Winkel hinzubekommen. Und dann habe ich halt natürlich auch einen Haufen Schaltbilder gesehen, wo diese Knotensätze hier verletzt waren oder dieser Knotensatz hier verletzt war oder dieser Maschensatz hier verletzt war oder einfach auch dieser Maschensatz hier verletzt war, dass diese Spannungen gleich sind und dass eben auch diese Bedingungen, die hier unten sind, also das vom R habe ich nicht hingemalt, aber hier gilt ja einfach, dass IR und UR parallel sind. Ah, und dieser 90-Grad-Winkel hier, dieser 90-Grad-Winkel hier, diese Parallelität hier, die sollte man natürlich auch in diesem Schaltbild wiederfinden, in diesem Zeigerbild wiederfinden, genauso wie die Knotensätze und den Maschensatz hier, der sich da ergibt. Und das hat eben auch häufig nicht so ganz funktioniert. Und eine Frage war noch, ob man denn jetzt das Schaltbild für die ob man das Zeigerbild für die einzelnen Bauelemente oder für die Gesamtschaltung zeichnen sollte, natürlich für die Gesamtschaltung. Also das für die Einzelbauelemente zu zeichnen, ist natürlich vergleichsweise trivial. Ja,
weil natürlich ist es für die Gesamtschaltung anspruchsvoller, eben die Knotensätze und die Maschensätze hier mit zu berücksichtigen.